Ich weiß, YouTube wird mich für dieses Video bestimmt abstrafen und das gleiche gilt für diese Plattformen hier. Aber ich mache es trotzdem, denn es ist wichtig. Denn wir wissen mittlerweile eindeutig, auch von internen Studien der Social Media Organisationen selbst, dass dieser Konsum, so wie wir ihn machen, uns krank macht. Mental und körperlich. Um es vielleicht noch einfacher auszudrücken, ob du im 21. Jahrhundert ein freudvolles, glückliches, erfülltes Leben oder ein beschissenes Leben führst, ist abhängig davon, dass du das hier, um was es heute geht, verstehst. Mich würde eine Sache interessieren. Kennst du das von dir, wenn du in einer stressigen oder unangenehmen Situation bist, dass du unbewusst zum Handy greifst, um dich damit abzulenken? Oder vielleicht kennst du es von dir, dass du abends stundenlang vorm Handy sitzt, vorm Fernseher sitzt und wie hypnotisierst in die Medien blickst. Oder, und das ist auch entscheidend, vielleicht kennst du es von dir, dass du schon versucht hast, deinen Medienkonsum zu reduzieren, aber dir ist es nicht gelungen. Wenn eines dieser drei oder vielleicht sogar mehrere auf dich zutreffen, ist dieses Video unglaublich wichtig für dich. Und wir wollen heute gemeinsam folgende drei Dinge erforschen. Und zwar, was dieser Konsum mit unserem Gehirn anrichtet. Und vor allem, welche Methodiken, welche psychologischen Fallstricke diese Organisationen ganz bewusst nutzen, um uns zu manipulieren. Das zweite ist, eine Sache in deinem Gehirn zu verstehen, dass es zwei Teile gibt, die eigentlich ständig miteinander kämpfen, und zwar der Teil, der dir eigentlich ein erfülltes Leben bringen möchte und der evolutionäre Teil, der süchtig ist. Und das dritte, ganz konkret, wie du einen entspannten und sicheren Weg findest, mit Social Media umzugehen. Also lehn dich zurück, wir tauchen tief in das Thema ein, es wird ein spannendes Video, ich freue mich drauf. Zu Beginn dürfen wir eine Sache verstehen. Das Businessmodell all dieser Plattformen ist deine Aufmerksamkeit. Egal ob es Facebook, Instagram, YouTube, Twitter oder irgendeine andere Plattform ist. Deine Aufmerksamkeit ist deren Kapital. Und darum haben diese eine ganze Armada an Wissenschaftlern, an Neurowissenschaftlern, an Psychologen, an Biologen, die herausfinden, wie dein Gehirn funktioniert und wie man dies möglichst effizient süchtig machen kann. Und dann steckt natürlich noch die künstliche Intelligenz dahinter, die dies ständig auf dich ganz speziell optimiert. Das heißt, diese Plattformen nutzen gezielt deine grundlegenden menschlichen Bedürfnisse und die Biochemie deines Gehirns aus, damit du und deine Aufmerksamkeit möglichst lang auf ihrer Plattform bleibt. Lass uns einfach mal reinschauen, was die Plattformen nutzen. Instagram nutzt zum Beispiel dieses menschliche Grundbedürfnis nach sozialer Anerkennung stark aus. Wir wollen gesehen und geliebt werden und gemocht werden. Facebook hingegen nutzt vor allem die soziale Eingebundenheit. Wir wollen alle ein Teil der Gemeinschaft sein. Tinder nutzt wieder diesen Schaltkreis der ästhetischen Belohnung und vor allem natürlich unseren Fortpflanzungstrieb. Twitter nutzt die Angst, dass wir ja keine Information verpassen. YouTube beispielsweise nutzt ganz speziell dieses Prinzip der informationellen Polarisierung, dass sie unserem Gehirn genau das zeigt, was unser Gehirn vermeintlich sehen möchte. Und im Prinzip nutzt jede Plattform möglichst viele dieser zutiefst menschlichen Grundbedürfnisse, um dich möglichst lange auf der Plattform zu halten. Denn deine Zeit auf der Plattform bedeutet mehr Profit fürs Unternehmen. Lass uns mal kurz innehalten, was dort passiert. Diese Plattformen triggern im 5-Sekunden-Takt unsere grundlegendsten biologischen Bedürfnisse. Und jetzt kommt das Problem, ohne diese zu erfüllen. Das heißt, wir haben die Sehnsucht nach sozialer Anerkennung, nach sozialer Eingebundenheit, wir haben Fortpflanzungstrieb und Überlebenstrieb, die Angst, Informationen zu verpassen, aber die Plattformen befriedigen die Bedürfnisse nicht. Sie triggern diese nur, damit wir länger dranbleiben. Und wenn wir genau hinblicken, unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, im 5-Sekunden-Takt mit diesen grundlegenden Bedürfnissen getriggert zu werden. Früher, in der Steinzeit, ist es alle paar Stunden oder alle paar Tage mal passiert. Und wenn wir noch genauer hinblicken, erzeugen sogar die Plattformen das Gegenteil. Denn statt sozial eingebunden zu sein, fühlen wir uns getrennter und einsamer denn je. Anstatt sozial anerkannt zu werden, fühlen wir uns immer minderwertiger, weil wir uns vergleichen. Statt irgendwelche wichtigen Informationen für unser Leben zu bekommen, bekommen wir Informationen, die uns nur aufwühlen und uns verwirren. Und diesen subjektiven Eindruck, den wahrscheinlich jeder von uns hat, untermauert mittlerweile die Studienlage, die erforscht, was soziale Medien mit unserem Gehirn und unserem Körper machen.
Und weil dieses Wissen so wichtig ist, damit du verstehst, wie dein Gehirn funktioniert, damit du quasi auf Augenhöhe mit den Plattformen bist, denn die haben dieses Wissen, darfst du verstehen, wie deine Biochemie im Gehirn funktioniert. Und das ist ganz simpel. Und das entscheidende, der entscheidende Botenstoff ist Dopamin. Denn jedes Mal, wenn dein biologisches Grundbedürfnis getriggert wird, schüttet dein Gehirn Dopamin aus. Dopamin ist dafür zuständig, dein Überleben und deine Fortpflanzung zu sichern. Und jedes Mal, wenn du eine Nachricht auf WhatsApp beantwortest, Dopamin. Jedes Mal, wenn du ein Herzchen auf Instagram bekommst, Dopamin. Jeder Tweet, Dopamin. Jedes Like, Dopamin. Jedes Tinder-Match, ein ganzer Rausch an Dopamin. Jedes Mal, wenn du den Browser refreshst, Dopamin. Jede WhatsApp-Nachricht, Dopamin. Jedes aktivierende TikTok- und Instagram-Reel, Dopamin. Das heißt, der Dopaminspeicher in deinem Gehirn wird ständig befeuert. So, dass wir es nicht bewusst merken, so, dass wir uns nicht wirklich erfüllt fühlen, aber immer noch genügend, dass der Speicher immer leerer wird. Und jetzt kommt das größte Problem. Unser Dopaminspeicher ist eine begrenzte Ressource. Das heißt, du hast nur ein gewisses Reservoir an Dopamin zur Verfügung. Und wenn du das ständig durch diese kleinen Dopaminräusche aufbrauchst, hast du es nicht mehr für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Denn das Lesen eines Buches schüttet wenig Dopamin aus. Seinen Traum verfolgen schüttet wenig Dopamin aus. An seiner Beziehung zu arbeiten schüttet wenig Dopamin aus. An seinen Zielen, seinen Wünschen, seinen Visionen zu arbeiten schüttet wenig Dopamin aus. Meditieren schüttet wenig Dopamin aus. Das heißt, all diese Dinge, die uns langfristig erfüllen, führen kurzfristig nicht zu dieser Dopaminbelohnung. Und daran tendieren wir eher nach einem anstrengenden Arbeitstag erschöpft am Handy zu scrollen, weil es uns noch dieses bisschen Dopamin schenkt, anstatt die Dinge zu machen, die uns wirklich wichtig sind. Ich weiß, es ist nicht schön, dieser Wahrheit ins Auge zu blicken, aber schau, wir kennen es alle aus unserem Alltag. Was berührt unser Herz mehr, wenn wir 2 Stunden mit einem geliebten Menschen sitzen und ein tiefes Gespräch führen oder wenn wir 2 Stunden durchs Handy scrollen? Was tut unserem Körper gut, wenn wir 1 Stunde draußen laufen gehen oder Sport machen oder wenn wir 1 Stunde vor dem Fernseher hypnotisiert durch die Programme zappen? Was erfüllt uns mehr, ein gutes Buch oder ein schlechter Film? Was erfüllt uns mehr, eine tiefe, friedvolle Meditation oder 1 Stunde sinnlose Videos? Wenn wir uns bewusst werden, dass die Nutzung dieser Medien den Dopaminkreislauf ausnutzen und dass dort psychologische Grundbedürfnisse ständig getriggert werden, aber nicht erfüllt werden, haben wir das Wissen, um kluge Entscheidungen zu treffen. Und wie können wir jetzt gesund auf eine sichere Art und Weise mit all diesen Dingen umgehen? Das Bewusstwerden ist im ersten Schritt unglaublich wichtig. Das Bewusstwerden, was passiert in meinem Gehirn und was passiert in meinem Körper. So, was können wir jetzt ganz konkret tun, um einen gesunden Umgang mit dem Ganzen zu finden? Der erste wichtige Schritt ist immer diese Bewusstwerdung. Diese Bewusstwerdung, was macht es eigentlich mit meinem Gehirn? Denn viele sind sich nicht bewusst, dass ihr Dopaminspeicher geleert wird durch den Nutzen dieser Plattform. Viele sind sich nicht bewusst, dass grundlegende Bedürfnisse getriggert werden, aber nicht erfüllt werden. Denn würden wir diese Dinge wissen, würden wir andere Entscheidungen treffen. Und darum ist diese Grundlage, und darum habe ich auch dieses Video gemacht, weil dieses grundlegende Wissen jeder wissen muss. Das Zweite, was wir verstehen dürfen, ist, wir sind süchtig. Wir blicken dieser Wahrheit nicht gerne ins Auge, aber wir sind süchtig nach diesen Plattformen. Wir sehen es in unserem Verhalten und wir brauchen bloß in unserem Nutzerverhalten am Smartphone schauen, wie viele Stunden wir auf diesen Plattformen verbringen. Aber dieses Eingeständnis, okay, mein Gehirn hat sich auf diese Art und Weise dorthin bewegt, ist eine Startlinie. Eine Startlinie, wo wir etwas verändern können. Eine Veränderung, die ich in meinem Leben durchgezogen habe, ist diese Plattformen, alle Plattformen, die mir nicht gut tun, radikal von meinem privaten Handy zu löschen. Das heißt, ich nutze sie einfach nicht mehr. Ich habe mich in einem entspannten Moment hingesetzt und mal auf mein Handy geschaut. Welche Plattform macht mich glücklich? Welche Plattform gibt mir wirklich Mehrwert? Und welche Plattform frisst bloß sinnlos meine Lebenszeit? Und ich habe all die Plattformen, die nur sinnlos meine Lebenszeit fressen, gelöscht. Das nächste, was ich ihm unbedingt ans Herz legen möchte, ist, jegliche Push-Nachrichten auszuschalten. Das heißt, die Erlaubnis der Apps auf deinem Handy aufzuploppen und damit deine Aufmerksamkeit zu ziehen. Wenn du allein das wegnimmst,
ist es ein großer Shift, weil du zumindest nicht von deinen Tätigkeiten, die dir gerade wichtig sind, unterbrochen wirst. Denn vielleicht kennst du das. Du bist mit einer guten Freundin oder einem guten Freund in einem Café und isst und das Handy liegt auf dem Tisch und auf einmal ploppt was auf und es zieht sofort unsere Aufmerksamkeit. Und es kostet wieder Energie, ins Gespräch zurückzukommen. Und die Gefahr ist immer größer, je häufiger dort etwas blinkt und aufploppt. Eine Sache, die ich auch noch umgesetzt habe, ist, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, habe ich mein Handy weggesperrt. Ich habe es physisch weggesperrt in einen Handy-Safe, damit ich wirklich meine volle Aufmerksamkeit meinem Sohn, meiner Frau und meinen Freunden schenke. Und das Letzte, was ich allen empfehle und radikal in meinem Leben umgesetzt habe, ist, es gibt zwei Dinge, die wir im Schlafzimmer tun. Das Erste ist Schlafen und das Zweite ist, nicht auf unser Handy starren. Das heißt, das Schlafzimmer ist handyfreie Zone. Schau, ich habe dieses Video aufgenommen, damit du dir eine Sache bewusst wirst. Deine Aufmerksamkeit bestimmt dein Leben. Wenn du deine Aufmerksamkeit diesen Plattformen schenkst, bereichern sich diese Plattformen. Wenn du deine Aufgabe den Dingen im Leben schenkst, die dir wichtig sind, deinen Beziehungen, deinem beruflichen Vorankommen, deinen Erfolg, deinen Zielen, deiner Gesundheit, deiner Mitmenschen, dann wird das aufblühen in deinem Leben. Also mach dir bewusst, wem oder was gibst du deine Aufmerksamkeit? Denn das bestimmt dein Leben.